Eisen aktuellste Projekt befindet sich 2 Stunden von Ouaga Richtung Westen an der Stadt Kudugu. Kudugu ist die drittgrößte Stadt aus dem Land und das gesagt die ganz gute drunter, weil es durch Strom und Wasser geht und vor allem auch gut ordnete Straßen. Leider ist oft Stromausfall und Wasser kann ich noch nicht immer bis bei Haus. Den 9. September 2009 sind Tiere von aus dem Kannerheim zu Kudugu offiziell abgegangen und die 18 Kanner, die dort wohnen, sind mit ihren Wallis gekommen und sind auch dann geblieben, bis Christtag die erste Kehr im Heim gegangen sind. Die erste Meint war natürlich ganz speziell, weil man lösen aber man muss ein paar Sachen dabei setzen, wie zum Beispiel den Hangar für die Küche für die Frauen oder für die Tüte von den Kanner. Sanders auch gelöst gehen an dem Haff, das kann auch ein bisschen besser spielen können. Und zu der Rest haben wir noch einen Hingerstall gebaut. Seitdem die Schule am Gang ist, stehen die Kanner mal ab, kriegen ein Boide Reis essen oder ein Sandwich und machen sich dann löselös auf den Weg für die Schule. Nur der Schule bekommt dann gleich, weil sein Volontariat zu Kudugu möchte für das Jahr, sich dann im Kanner wieder mit ihnen Hausaufgaben zu machen oder verschiedene Sachen aus der Schule durchzugucken. Also ein G ist, dass wir viele Jofferer bei uns schaffen haben, die gerne an ihre Vakanzen raufkommen, wie man die Kanner zu schaffen. All Donnerstag und all Sonntag können wir während 2 Stunden ich denke, die wichtigste Sache von der Woche, mit der Kanner durchzugehen. Il salue papa. C'est tout. Ça finit moi. Papa, je vois là. Die Kanner an sich sind auch immer froh, für die Sachen preiszugehen, die sie an der Schule so gelehrt haben.
Neben den anderen Aktivitäten möchte Philly als Musiker auch ganz gerne Aktivitäten mit den Kanner und ganz natürlich eine ganz gute afrikanische Ambiance. Ja, das kann er eben aber auch gut funktioniert. Das kann natürlich etwas Zähse kriegen. Und du gehst als Frauen zweimal vor auf den Markt, um dann frisch Gemüse zu kaufen und das dann daheim präparieren. Zurück vom Markt wird noch To oder andere gute Sachen präpariert. Etwas ganz Wichtiges ist, dass Kinder auch To sollen mithelfen. Von daheim aus sind sie gewinnt, für zu schaffen, das heißt für die Küchen zu machen, Spul zu machen, das sollen sie auch bei uns weiter lehren. So, Jung oder Mädchen schafft und hilft, dass das Haus gut funktioniert. Krankheiten zu vermeiden, hätte mir gerne, dass Kinder sich für ein Allessen Fänger waschen, wie das schon in Afrika gehört, jedoch ob christlich und ob muslimisch otherwise gebiert hier um Essen. In Afrika ist es so, dass viele Kinder geboren sind, aber die Eltern nicht mehr können erinnern, wen daran das. Und so können dafür, dass die Kinder offiziell alle guten auf einmal den 1. Januar geboren sind. Und so hatten wir dann auch dieses Jahr im Januar 8 Geburtstage bei ihnen zu feiern. Ganz wichtig ist natürlich auch die Hygiene, dafür wird all der ein Dusch geholt und da helfen die Migros ganz gerne, den Klängen für sich zu waschen. Wenn der Molekan krank ist, dann haben wir auch einen Doktor, der nicht weit weg wohnt, also bei mir dem Anruf könnt ihr noch lernst, so könnt ihr nochmal viel, der den Kind bei uns hospitalisiert wird. So geht das erste Jahr los bei N und kann er gehen auch N Juli daheim, für an ihre Familie den Sommer zu verbringen. Der größte Geburtstagswunsch von den Kindern war, für nach einem Jahr an dem Heim nur zu bleiben.
So hoffen wir, den Kinder hier Wünsche können zu erfüllen und am September, wenn sie zurückkommen, Remeke so ein schönes Jahr mit ihnen können verbringen.